Heute machen wir mal kein Telefonat mit dem Staat, sondern heute geht es um eine Einladung vom Kantonsgericht. Jetzt liegt die Einladung, seht ihr da vor euch liegen. Also das heisst, es geht um eine Vorladung und Vorbereitung der Hauptverhandlung im Verfahren SG 2017.xxxx. Staats- und Jugendanwaltschaft des Kantons Glarus, Postkasse 29-8750 Glarus, das wäre die Anklägerin, also die Judikative vom Kanton. Judikativen und Exekutiven ist ja da nicht getrennt. Die Judikative, vertreten durch den M. Law Simon Walser, Staatsanwalt, Postkasse 29-8750 in Glarus, gegen die beschuldigte Person. Der Prozessgegenstand von dem ganzen Justizbasar ist das Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Prozesshandlung, es ist die Hauptverhandlung, was öffentlich ist, weil es um öffentliche Gesetze geht und öffentliche Recht. Verhandlungstermin ist der Mittwoch, 28. Juni 2017, am Morgen um 8 Uhr. Verhandlungsort, Grosser Gerichtssaal 119, Spielhof 6 in 8750 Glarus. Das Präsidium von dem Justizbasar führt der Litzjur Daniel Anrig, Mitglieder des Gerichts Erika Schwab, Beatrice Lienert. Zum persönlichen Erscheinen ist verpflichtet die beschuldigte Person. Aber persönlich muss die Person dort erscheinen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebes Volk, der als Anklageschrift geltende Strafbefehl sowie die Untersuchungsakten sind beim Gericht eingegangen. Die Verfahrensleitung sieht nicht vor, im Rahmen der Hauptverhandlung Zeugen zu befragen oder andere Beweise zu erheben. Begründete Beweisanträge sind bis am 5. Juni 2017 schriftlich zu stellen. Für verspätete Beweisanträge können der antragstellenden Partei Verfahrenskosten und Entschädigungen unangeachtet der Prozessausganges auferlegt werden. Dann auf der zweiten Seite steht da Glarus, 12. Mai 2017, freundliche Grüße, Kantonsgerichtspräsident Litzjur Daniel Anrig. Versandt, 12. Mai 2017. Das Schreiben ist gestern zugestellt worden. Polizeiliche Zustellung am 18. Mai 2017 ist das gewesen. Die Rechtsbelehrung tue ich jetzt auch noch schnell vorlesen. Artikel 205 der Strafprozessordnung, Erscheinungspflicht, Verhinderung und Säumnis. 1. Wer von einer Strafbehörde vorgeladen wird, hat der Vorladung Folge zu leisten. 2. Wer verhindert ist, einer Vorladung Folge zu leisten, hat dies der vorladenden Behörde unverzüglich mitzuteilen. Er oder sie hat die Verhinderung zu begründen und soweit möglich zu belegen. 3. Eine Vorladung kann aus wichtigen Gründen widerrufen werden. Der Widerruf wird erst dann wirksam, wenn er der vorgeladenen Person mitgeteilt worden ist. 4. Wer einer Vorladung von Staatsanwaltschaft, Übertretungsstrafbehörde oder Gericht unentschuldigt nicht oder zu spät Folge leistet, kann mit Ordnungsbuße bestraft oder überdies polizeilich vorgeführt werden. 5. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über das Abwesenheitsverfahren. Artikel 356 der Strafprozessordnung. Gerichtliche Beurteilung von Strafbefehlen. 4. Bleibt die Einsprache erhebende Person der Hauptverhandlung unentschuldigt fern und lässt sie sich auch nicht vertreten, so gilt ihre Einsprache als zurückgezogen. Mitteilung an Staatsanwaltschaft, beschuldigte Person sowie Kantonspolizei vom Kanton Glarus. Zu dem erstinstanzlichen Prozess sind ihr alle herzlich eingeladen. Es ist eben am Mittwoch, 28. Juni 2017, um 8.00 beim Kantonsgericht im Kanton Glarus, in Glarus selber. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch weiterhin einen ganz schönen Tag.